Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi, an genau derselben Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Solltet ihr die Folge von vorgestern verpasst haben, schaut einfach nochmal nach. Die ist auf jeden Fall in der Playlist mit drin. Denn wir suchen gerade wieder ein Artefakt. Und ich war jetzt hier einmal ich bin den Weg hochgegangen in der letzten Folge, aber hier unten geht es ja auch noch lang. Also hier oben war jetzt nichts weiter, ich habe nur ein bisschen Öl gesammelt. Aber Leute, hier ist ja durchaus auch noch eine Möglichkeit, wo wir lang gehen können. Von daher beißen wir uns jetzt hier unseren Weg durch und der sammelt nicht mehr auf, was die Wölfe uns droppen. Oh Mann. Diego, was soll denn das? Okay, wir brauchen auch nicht alles. Dann ist es okay. So. Ich würde halt trotzdem sagen, wir beißen hier die alle erstmal kaputt. 580er Yeti. Ich weiß gar nicht, wie zähmt man die mit Knockout oder auch indem man hinterherläuft wie die normalen Gorillas. Ich bin mir nicht sicher. Aber okay. Macht nichts. Yo, ist das der Ernst? Schwierig, schwierig. Okay. Dann geht's jetzt hier mal abwärts. Ja. Ah, okay. War jetzt nicht so galant wie gedacht, aber wow. Warum ging es jetzt hier so weit runter? Warum kommen wir nie im Leben wieder hoch? Da bin ich echt froh, dass wir hier den Teleporter haben. Für den Fall, dass es mal irgendeine Sackgasse ist. Kann ja auch sein. Ich traue arg alles zu. Auch, dass sie uns in Sackgassen leiten. Das ist jetzt nicht so, dass das nicht möglich wäre. Okay, hier ist es verdammt ruhig. Okay, hier geht's wieder ins Wasser. Hier geht's sehr tief ins Wasser, so wie es aussieht. Okay, ich würde aber mir erstmal den Weg hier anschauen. Das sieht richtig aus, Leute. Schaut mal. Da oben ist was. Ist das etwa das Artefakt? Durchaus. Leute, schaut mal. Da ist es, das zweite Artefakt. Aus der Höhle. Artifact of the Clever. Und Freunde, ich glaube, wir machen das jetzt wie vorhin. Beziehungsweise wie in der letzten Folge. Wir porten uns mal eben zurück. Zack. Und schaffen das Artefakt nach Hause. Und dann holen wir es uns am besten nochmal. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich mit irgendjemand dort reingehen würde und es würde sich einfach jeder einmal ein Artefakt schnappen. Aber da müssen wir jetzt halt so uns dadurch boxen. Okay, viel weiter in die Richtung. Doch, eins geht hier noch hin. Zack. Und da ist es. Artifact of the Clever. 3, 6, 8. 8 haben wir schon. Ich glaube, 10 gibt es. Gibt es 10? Ich bin mir nicht sicher. Oha. Schaut euch das an. Es wächst. Es wächst immer weiter, unsere Artefaktreihe. Da bin ich echt so unheimlich stolz drauf. Hätte ich mich natürlich jetzt im Wasser teleportiert, könnte ich meinen Manta mitnehmen. Aber wir schauen einfach mal, wo das Wasser noch hinführt. Ob es irgendwo noch hinführt. Und da ist das Artefakt wieder da. Ich hoffe, das ist okay, Leute, wenn ich mir die Artefakte hier gleich zweimal hole. Ich meine, ich bin ja immerhin durch die ganze Höhle gelaufen. Und da ich die Möglichkeit habe mit dem Teleporter, will ich die natürlich auch sehr gern nutzen. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich das auch so mache. Okay, hier ist jetzt wirklich nichts weiter. Hier ist noch ein Drop. Oder ein Loot Crate. Sehr cool, sehr cool. Ein Dödi-Sattel, das ist doch, das ist sehr gut. Da ist unser Dödi dann vielleicht auch mal ein bisschen besser geschützt. Wobei der eigentlich auch so relativ gut ist, muss ich sagen.
Okay, ich dachte, ich hätte da gerade was Rotes aufblitzen sehen. Nein. Dann geht's jetzt wohl noch mal ins Wasser mit uns. Oh mein Gott. Kann nur schief gehen. Also ich bin so ein bisschen am Hoffen, dass wir hier noch ein Artefakt finden. Aber vielleicht ist hier auch einfach nur nichts drin. Okay. Nee, hier ist einfach nur nichts. Das Problem ist ja, wir sind ja jetzt hier ins Wasser. Dort in der Höhle ging es nicht raus. Wo kommt man denn da jetzt raus? Dann muss es doch hier dann auch irgendwo so eine Art Ausgang geben. Oder ist es vielleicht hier so, dass man da gegen jemanden kämpfen kann? Das wäre natürlich auch cool, wenn man hier direkt noch was hätte. Ich habe da gerade was gehört. Das klang so ein bisschen wie entweder in Blitzwirbeln. Eine Blitzwirbeln oder. Oder ein Dodorexi. Hört ihr das? Das ist doch echt eigenartig, oder? Das heißt, irgendwo ist hier definitiv die Außenwelt. Nur werden wir da nicht durchkommen. Beziehungsweise sehe ich da jetzt hier keinen Weg, der nach draußen führt. Jetzt sind wir einmal die Runde rum. Da können wir nochmal nach. Also nochmal zurückgehen. Und schauen mal, ob es dort doch irgendwo einen Ausgang gab. Seht ihr, und da ist der Teleporter wieder lebensnotwendig. Wobei ich halt echt gern nochmal in das andere Wasser geschaut hätte. Hier sind wir runtergekommen. Hier kommen wir aber halt auch mit Diego nicht wieder hoch. So ohne Diego bestimmt. Ich kann ihn ja bestimmt nicht mitnehmen, oder? Nee. Also wenn ich auf dem Dino sitze, funktioniert das leider nicht. Tja gut, dann müssen wir wohl oder übel jetzt nach Hause. Aber das finde ich schon recht eigenartig, dass es dann hier keinen Ausweg gibt. Eigentlich muss es doch hier einen Ausweg geben. Außer man geht halt davon aus, dass wir hier mit dem Flugdino oder halt allein drin sind. Dann müsste man natürlich mit dem Grappling Hook zurück. Ich könnte theoretisch Diego ja auch nach Hause schicken. Hätte dann halt nur Probleme mit den ganzen Yetis. Ich will halt nicht aus der Höhle raus, ohne zu wissen, ob hier nicht vielleicht noch ein Artefakt ist. Diego, Kollege, Kumpel, mein liebster Freund, du gehst mal eben nach Hause. Denn hier unten will ich dich definitiv nicht lassen. Und ich versuche jetzt hier, mich nach oben zu arbeiten. Okay, das funktioniert schon mal. Sehr gut. Das hat geklappt. Jetzt fragt sich nur, wie ich an den anderen vorbeikomme. Hier haben wir ja gut aufgeräumt. Da ist auch noch nichts Neues wieder gespawnt. Okay, da ist halt ein Wolf. Aber für sowas habe ich halt auch die Waffe hier da noch mit dabei. Moment, geht's da hoch? Ah ja, stimmt, wir waren ja da oben. Ich wollte gerade sagen, wo geht's denn da noch hin? Aber da waren wir ja schon. Bam. Ja, schön, dass jetzt die Musik kommt. Wenn ich schon fast tot bin. Das heißt, theoretisch wäre ich ja schon gestorben, wenn der Wolf gekommen wäre. Zack. Ja, okay, das ist nur. Genau, das ist da, wo wir gewesen sind. Aber ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn da komme ich ganz gut zu dem Raum. Stimmt, ich muss ja dann in die Mitte und ins Wasser. Vielleicht kann ich so
die ganzen Viecher ein bisschen besser hinter mir lassen. Das wäre natürlich eine Idee. Wenn ich mich hier an den Zacken dann abseile, genau. Ja. So. Und ab ins Wasser. Ah, schnell anziehen. Okay. Woanders geht's jetzt hier nicht lang? Nee. Okay, dann schwimmen wir einfach mal zurück. Zum Anfang würde ich sagen, wo wir das erste Mal im Wasser gelandet sind, und schauen mal, ob es da nicht noch einen anderen Weg gibt. Denn die Höhlen sind ja doch sehr verzweigt, und wenn nicht, dann haben wir die Höhle halt echt komplett durchgecheckt. Das ist aber echt eine krass geile Höhle, oder Leute? Was hier alles, also wie verzweigt das auch war. Ich bin von der Höhle echt beeindruckt. Hier hätte man natürlich auch gut und gerne noch einen Endboss mit einfügen können. Das hätte, denke ich, gar nicht mal so schlecht gepasst, wenn hier jetzt direkt noch ein Gegner gekommen wäre. Aber so ist natürlich trotzdem richtig cool. Wenn ich mir überlege, ich bin am Anfang hier ohne Scuba rein. Das war schon ein bisschen lebensmüde. Aber hey, Ark ist nun mal Leben am Limit. Das passt schon. Okay, genau. Jetzt sind wir nämlich hier. Hier sind wir reingegangen. Da sind wir zuerst lang. Dann sind wir hier lang. Okay. Es scheint wirklich keinen anderen Weg noch zu geben. Ich kann höchstens hier nochmal nach einer Abzweigung suchen, aber glaube ich nicht, dass ich da noch irgendwas finde. Da jetzt wirklich in einer Höhle drei Artefakte sind, glaube ich fast nicht. Ich hätte halt echt die Flossen noch mitnehmen sollen, aber ich war nicht darauf gefasst, dass ich selber hier reinspringe. Das war nicht ganz so der Plan. Okay, hier ist ja auch relativ groß Platz. Nee. Hätte ja sein können, dass es hier doch noch irgendwo abzweigt. Aber okay. Dann haben wir echt die ganze Eishöhle richtig gut gemeistert. Denn hier gibt es immer nur einen Weg. Und am Anfang gab es die zwei Wege. Und die sind wir schon abgegangen. Ich will nur schauen, dass vielleicht habe ich ja was übersehen, weil ich einfach so schnell wieder hoch wollte, weil ich kein Scuba hatte. Das kann ja durchaus sein. Will ich nicht ausschließen. Das ist halt echt krass hier. So toll gemacht. Und da müsste es hochgehen. Yep, da geht's hoch. Und da schaue ich jetzt halt trotzdem noch direkt mal weiter. Ist hier noch irgendwo, also da sind komplett Wände. Es hätte ja auch sein können, dass hier unten noch ein Artefakt ist. Das ist ja auch gut möglich, dass die Leute hier unten noch ein Artefakt versteckt haben. Nee. Hier ist überall Sackgasse. Auch kein Artefakt, was hier auf dem Boden irgendwo leuchtet. Man würde den Artefaktcontainer auch hören. Okay, schade. Aber dann ist es so. Dann porten wir uns direkt wieder in die Base. Ja, hat geklappt. Ich habe den Reifen nicht mehr gesehen, den Ring nicht mehr gesehen. Perfekt. Oh mein Gott. Leute, wir sind unserem Ziel, alle Artefakte zu sammeln, so viel näher gekommen heute. Das ist echt krass. So, ich hatte ja das andere Artefakt auch doppelt geholt, und die doppelten, die packe ich alle hier in die Workbench mit rein. Das ist, denke ich mal, ein sehr guter Platz dafür. So, nein, nicht den Sattel. Ich habe
hier schon mal einen Sattel reingepackt. Weil ich halt alles am Anfang hier drin hatte. Und das ist dann doch ein bisschen verwirrend. So, jetzt mein den. Und meine Hosen, Schuhe, Hosen. Mein Hexenhut fehlt noch. Wo habe ich meinen Hexenhut reingepackt? Ach, den habe ich noch auf, ne? Ja. Zack, zack, zack. Genau. Perfekt. Perfekt. Dann hätten wir das auf jeden Fall alles erledigt. Ach, super. Einfach nur einmalig, was wir jetzt hier für Fortschritte machen innerhalb kurzer Zeit. Aber das liegt halt auch wirklich daran, dass ich vom Level her schon gut hoch bin. Und das hier auch schon alles machen kann. Schaut euch das mal an. Wir haben hier die ganzen Artefakte zusammen. Ich schau noch mal, was der Indominus, den wir ja auch brüten wollen, braucht. Hunter Cunning Brute. Ich glaube, Brute war das. Nee, immun. Okay. Das war clever, richtig? Genau. Das war clever. Das war Brute. Das brauchen wir doppelt. Devious brauchen wir nicht doppelt, Immune auch nicht. Strong. Massive. Hunter. Und Devourer. Das heißt, uns fehlt auf jeden Fall noch das Cunning. Aber es muss ja noch eine Höhle geben. Ich bin mir halt nur gerade nicht sicher, welche Höhle es noch gibt. Da bin ich momentan echt ein bisschen überfragt. Wie lange braucht ihr denn eigentlich noch zum Aufwachsen? Seid fast fertig. So, und jetzt schauen wir mal hier nach. Okay, ach du Roya, ich nehme alles erstmal zurück. Ich weiß auch nicht. Das ist manchmal sehr komisch, denn ich brauche die Dodo. Ich will jetzt nicht Carbonemis zähmen, um Carbon und Ebels Kibbel herzustellen. Für den Alpha Kakinus. Deshalb sehe ich zu, dass ich so viele Dodo-Eier wie nur möglich sammle. Um die dann halt im Kibbler umzuwandeln. In die, die wir brauchen. Was ist da jetzt noch für eine Höhle übrig? Eigentlich fehlt halt das zweite Artefakt, was in dieser Lavahöhle war. Meiner Meinung nach. Unter Wasser waren wir jetzt schon. Das ist echt gerade ein bisschen eigenartig. Ich muss auf jeden Fall nochmal beim Serverteam nachfragen, wo das Artefakt hin ist. Denn das kann man ja nicht einfach so. Also man kann es schon einfach verlegen. Das ist kein Problem. Aber dann müsste man ja irgendwo einen Anhaltspunkt haben, wo man suchen sollte. Beziehungsweise wo man anfangen sollte zu suchen. Und ich möchte euch jetzt nochmal kurz was zeigen. Ihr seht, hier geht eine komische Foundation-Reihe lang. Und die startet hier. Denn ich möchte meine Mauer ersetzen durch Keep-Mauern, die halt wirklich XXL sind. Da sind ja hier gleich mal drei oder vier solche Mauern. Sind halt eine. Die möchte ich ersetzen. Von der Stabilität her, naja, 40.000, 15.000 ist es jetzt schon ein bisschen was anderes. Aber es sieht halt auch einfach cooler aus, finde ich. Ich bin auch ein bisschen aufs Aussehen bedacht, Leute. Und das wird noch richtig cool, die Base. Hoffe ich. Und es passt halt auch besser zu dem Schloss. Ich meine, das Schloss, das ist doch echt super mittelalterlich. Und wenn wir dann noch so einen komischen, ja, so eine komische Mauer haben, die will ich auch ein bisschen begradigen. Das ist mir alles so ein bisschen krumm und schief da gelungen. Das will ich noch ein bisschen anders machen. Aber jetzt ist echt die Frage, wo ist das letzte Artefakt? Welches Artefakt fehlt mir noch? Ich muss da wirklich nochmal nachschauen. Denn wir haben ja jetzt so ziemlich alles, was man absuchen kann, abgesucht. Wir haben die Höhlen gemeistert. Wir waren in einer sogar doppelt drin. Ich werde da auf jeden Fall mal nachschauen und werde euch dann in der nächsten Folge Bescheid geben, welches Artefakt noch fehlt. Beziehungsweise, wie wir das bekommen können. Denn irgendwie muss es ja hier einen Weg geben, alle Artefakte zu sammeln. Und
Sonst kann man ja zum einen den Indominus nicht basteln, will ich mal sagen. Und zum anderen kann man ja nicht die Bosskämpfe machen. Von daher kriegen wir noch hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen erstmal fürs Zuschauen. Und mir gefällt so richtig diese Artefaktreihe hier. 1, 4, 3, 6, 8. Eigentlich fehlen noch zwei. Ich weiß auch nicht welche. Und das hier dreht sich nicht wirklich, oder? Nee, das dreht sich nicht wirklich. Das dreht sich. Ja, keine Ahnung, warum sich nur einige drehen. Egal. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall das nächste Mal mit dabei. Und dann bringen wir ja auch ein bisschen Licht ins Dunkel, was jetzt hier noch fehlt. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier im Spieleparadies mit mir, Sonaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.